Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja, und heute geht es mal wieder um ein ganz mysteriöses Wischiwaschi Mystery Unboxing. Heute in diesem wunderschönen Umschlag hier und da habe ich wieder was richtig Cooles drin, was ich mir bei eBay ergattert habe. Und ihr dürft jetzt wieder raten, was es ist, denn ich gebe euch einen Hinweis. Und wer dann schon wieder weiß, worum es geht, der ist wieder verdammt gut. Der Hinweis ist folgendes. So, wer jetzt weiß, um was es sich handelt, der ist gut, aber vielleicht auch gar nicht so gut, weil es eigentlich relativ leicht zu erraten ist. Aber gut, mal sehen. Ja, ich würde sagen, wir packen das Ganze dann auch mal direkt aus, um zu sehen, was die mysteriöse Lösung dieser mysteriösen Frage ist. Und diesmal auch ohne Außenschere, denn das ist hier relativ leicht, der Umschlag so. Oh, da ist doch schon offen. Also, was haben wir denn da Schönes? Aha. Woho. Es handelt sich um 1-2-Switch für die Nintendo Switch. Ja, ein Switch-Spiel, diesmal in der deutschen normalen USK-Version mit diesem wunderschönen Switch-Logo und diesen zwei Kontrahenten, die sich Auge in Auge sehen bei diesen spannenden Minispielen und da auch nochmal. So sieht das Ganze aus. An der Seite steht hier 1-2-Switch und auf der Rückseite steht, bei diesem Spiel können sich zwei Spieler den Spaß teilen. Kämpft mit Magie, steht euch gegenüber, 1-2-Switch, kämpft mit Melkünsten, kämpft mit Revolvern, Tanzfieber, werdet Samurai-Meister. Stürzt euch in ein völlig neues Spielerlebnis, da es durch die HD-Vibration und die hochentwickelten Sensoren der Joy-Con-Controller entsteht. Ja, seht euch in die Augen und nicht auf den Bildschirm, haltet euren Joy-Con im Anschlag und lasst den Spaß beginnen. Ja, ein wunderbares Spiel für die Switch, entweder auf dem Fernseher oder im Tablet-Modus, kann man beides machen. Und ja, wir schauen mal rein. Aha, drin sehen wir wohl einmal alle Spiele, die es so gibt und eben das kleine Modul. Ja, 1-2-Switch. Was ich dazu jetzt sagen möchte, ist folgendes. Und zwar ist das für mich immer noch so eine Minispielsammlung, wo ich finde, das hätte der Switch eigentlich beiliegen müssen. Ich fand es sehr schade, dass das nicht so war. So, ich habe das Ganze auch schon mal gespielt. Das war damals noch bei dem Nintendo Switch Event in Berlin, bevor die Konsole erschienen ist, und konnte das Ganze schon mal antesten mit, ich glaube, so 4 oder 5 Minispiele. Die anderen habe ich jetzt noch nicht gespielt. Und ja, da fand ich das Ganze schon ganz cool irgendwie, aber ich dachte wirklich, ja, das müsste der Switch beiliegen. Ja, das war dann leider nicht so und man muss das Ganze eben kaufen und zwar zu relativ viel Geld, wie ich finde, und deswegen habe ich mir das halt eben noch nicht gekauft gehabt. Ich habe mir das Ganze jetzt geholt, dazu komme ich gleich nochmal wegen dem Preis, aber werde euch erstmal noch kurz was erzählen zu den Spielen. Da gibt es zum Beispiel Spiele, da siehst du dir in die Augen und dann kommt irgendwann so ein Geräusch und wenn du das hast, musst du den Joy-Con, den du so hältst, nach vorne machen und abdrücken und auch wirklich erst, wenn er vorne ist und nicht schon abdrücken und dann nach vorne. Also da musst du wirklich aufpassen und dann gibt es mit der Vibration, wo du spüren musst, wie viele Kugeln sind da drinnen sozusagen, das erraten und halt die Kuh melken und so weiter. Also da sind eigentlich auch ganz lustige Spiele bei. Da kann ich immerhin mal gegen jemand anderen antreten und vielleicht gibt es ja sogar mal einen Stream dazu. Wie spannend das Ganze dann ist. Ich freue mich, das Ganze jetzt auch zu haben, weil ich es schon haben wollte, eben nur nicht für allzu viel Geld. Und ja, ich habe das Ganze jetzt bei eBay gekauft, Sofortkauf, für 14 Euro. Und ich dachte mir, hey, der Preis ist absolut geil, dafür nehme ich das mit. Und zack, war es auch schon wieder hier. Ja, ein perfekter Deal für einen perfekten Tag für die Nintendo Switch. Ja, mehr, ich glaube 15 ist auch so höchstens das Limit, was ich wahrscheinlich dafür so aktuell auch zahlen würde. Jetzt bin ich ganz froh, das für 14 bekommen zu haben. Umso besser. Ich freue mich. Was Cooles zum Zocken, was Cooles zum Stream vielleicht und dann, ja, bin ich happy. So, das war's auch schon wieder mit diesem Katze, lass den Karton. Mystery Unboxing. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Das war euer Bannermeister und ich würde sagen, 1-2-Switch.